EA Bone Productions. EA Pro Productions liest Grotesken von Hermann Harry Schmitz. Heute Onkel Willibald will baden. Dem Onkel Willibald hat ein uralter Schäfer in der Lüneburger Heide gesagt, das Geheimnis des Langlebens sei, sich nie zu waschen. Er selbst sei seines Wissens so ungefähr 130 Jahre alt und seit 100 Jahren wäre kein Wasser an seinen Körper gekommen. Bei einigen alten Bauern in der Eifel fand Onkel Willibald die gleiche Gepflogenheit. Ihr hohes Alter und ihre Rüstigkeit bewiesen, dass sie mit ihrer Theorie nicht so ganz Unrecht hatten. Onkel Willibald hatte weiter von einem alten Landstreicher aus dem Thüringischen erzählen hören, der sich auch seit Jahren nicht gewaschen hatte, dann aufgegriffen wurde und polizeilicherseits ein Bad verabreicht bekam und, obwohl kerngesund, danach sofort in Siechtum verfiel und starb. Das gab zu denken. Onkel Willibald war ein praktischer Philosoph. Er hatte das Prinzip, sein Leben auf die Grundlage persönlicher Erfahrungen einzurichten. Er war stolz, wenn er im Volke so eine schlichte Lebensweisheit fand, einen nützlichen Brauch. Gleich war diese neue Erkenntnis auch für ihn maßgebend und bestimmend. Indessen war die letzte Entdeckung nur so lange sein Evangelium, bis er wieder auf etwas Neues stieß. »Ich bin ein verfluchter Kopf«, »ich halte die Augen offen«, sagte er und warf sich selbstgefällig in die Brust. Er galt allenthalben für einen Sonderling. Seine Verwandten sagten, er sei verrückt. Mit Benders, seinen nächsten Verwandten, wohnte er im gleichen Hause. Benders auf der ersten, er auf der zweiten Etage. Im Unterhaus war das Kolonialwarengeschäft von Wieben Dülle. Benders sprachen hinter dem Rücken Onkel Willibalds sehr respektlos über ihn. Ihm ins Gesicht waren sie dagegen widerlich devot und hofierten ihn in schmachvoller Weise. Sie gaben seinen fixen Ideen recht, soweit sie kein Geld kosteten. Onkel Willibald war begütert und Benders die nächsten Erben. Der Onkel hatte eine eigene Haushaltung, der seine Köchin Amöne Schmalspurbahn vorstand. Amöne Schmalspurbahn war eine Eskimo, die versehentlich nach Deutschland geraten war. Geld zur Rückreise fehlte ihr. Sie nahm kurz entschlossen die in der Zeitung ausgeschriebene Stellung bei Onkel Willibald an. Als er von der Reise zurückkam, auf welcher er den alten Schäfer und die Eifelbauern getroffen hatte, und als er das mit dem Landstreicher erfuhr, beschloss er, sich von Stund an nicht mehr zu waschen und dem Beispiel dieser Leute zu folgen. Seine Köchin, die er seit Jahren hatte, verließ ihn darauf Knall auf Fall. Andere folgten, aber schon nach wenigen Tagen gingen auch sie wieder. Keine war zu halten. Onkel Willibald war verzweifelt. Da erschien eines Tages Amöne Schmalspurbahn, und die blieb. Der Onkel begann nach einiger Zeit, sich selbst nicht mehr zu mögen. Es war schon schlimm. Er reiste eines Tages in die Bretagne und fand dort in dem am Meere gelegenen Dorfe Oeuf à la Croque unter den Einwohnern einen außergewöhnlichen Wasserfanatismus. Von früh bis spät lagen diese Leute im Meer. Und zu Hause wurden die Seebäder noch durch Duschen und Abwaschungen ergänzt. In Oeuf à la Croque gab es 40 Einwohner über 180 Jahre, die alle noch Rad fuhren und Rollschuh liefen. Eine 175-jährige Frau leistete Erhebliches auf dem Drahtseil. Das gab zu denken. Onkel Willibalds Grauen vor sich selbst wuchs von Tag zu Tag. Er merkte zu seinem Schrecken, wie er vermählich körperlich auch geistig verkam. Die Lebensweise des uralten Schäfers war nichts für ihn. Die Leute in Oeuf à la Croque wiesen ihm den richtigen Weg. Die kannten das Geheimnis des langen Lebens. Wasser, Wasser war die Parole. Im Zuge zurück in die Heimat lernte er den berühmten Wasserheilmenschen Unglimpf Knobbe kennen, der ihm sein Buch »Hupf mein Mädle« schenkte, indem er sein Wasserheilverfahren überzeugend darlegte und unzählige verblüffende Resultate aufführte. Sofort schrieb Onkel Willibald an die größten Geschäfte für Badeeinrichtungen und bat um Prospekte. An Amöne Schmalspurbahn, die auch eine Anhängerin der Theorie des uralten Schäfers war, nicht aus Überzeugung, sondern aus heimatlicher Überlieferung und Faulheit, wuchs Moos und auf dem verfilzten Kopf nisteten Rotkehlchen. Onkel Willibald entließ sie. Er bekam einen Abscheu vor ihr, außerdem fehlten ihm zwei Teelöffel. Die Kataloge kamen zu Stößen ins Haus.
Natürlich galt es erst zu probieren, ehe man sich zur Anlage einer kostspieligen Einrichtung entschloss. Auch Benders riet ihm an, es vorläufig mal mit einer billigen Sache zu versuchen. Da gab es die Reisewanne Plitsche Platsche aus Segeltuch. In 5 Minuten ein erquickendes Bad, das Ostende des kleinen Mannes. So wurde diese herrliche Wanne zum Preise von 30 Mark angepriesen. Mit Dusche 20 Mark mehr. Als Dampfbad eingerichtet 50 Mark mehr. Mit prima Aluminiumgestell. Eine Kaffeetasse Wasser genügt zum erfrischenden Vollbad. Onkel Willibald ließ sich eine Plitsche-Platsche-Reisewanne, das Ostende des kleinen Mannes mit Dusche und Dampfbadeeinrichtung kommen. Als die Kiste glücklich ausgepackt war, lag vor ihm ein Stück Segeltuch, ein Bündel Stangen, ein kleines Öfchen, eine Schachtel mit Schrauben, Muttern und komischen Dingen und ein Gießkannenausguss. Eine Gebrauchsanweisung war beigefügt. 2 Wochen quälte sich Onkel Willibald Tag und Nacht mit dem Tuch und den Stangen und dem Öfchen ab, ohne seine Badeeinrichtung zusammenzubekommen. Die Schrauben hatte er bereits verloren. Die Muttern waren unter die Möbel gerollt. Immer wieder vertiefte er sich in die Gebrauchsanweisung. Er bekam es nicht zusammen. Bis zu eines Abends endlich glaubte er, das Problem gelöst zu haben. In dem, was er aufgebaut hatte, konnte man schon baden. Schnell Wasser herbei, das Öfchen angesteckt, den Kranen aufgemacht. Das war ein köstliches Bad. Onkel Willibald dehnte und streckte sich, grunzend vor Behagen. Er merkte dabei nicht, wie sich die mit Gummi verklebten Nähte der Segeltuchwanne lösten. Jetzt eine Dusche. Er zog an der Schnur. Die Dusche funktionierte nicht. Er zog stärker. Reng, peng! Das Gestell brach zusammen. Die Nähte des Segeltuchs waren jetzt völlig aufgeweicht. Aus der Wanne war ein flaches Tuch geworden. Onkel Willibald rang mit dem Stangengewirr, glitschte auf dem nassen Segeltuch aus, kam zu Fall und wälzte sich hilflos am Boden. Mit dem linken Bein geriet der Unglückliche in den brennenden Ofen und schwenkte diesen wie einen Klumpfuß strampelnd in der Luft. Das ausgelaufene Wasser stand im Zimmer, wurde aber von den Dielenritzen eingezogen. Bums, bums! Schauerlich klang es durchs Haus. Benders, die unter Onkel Willibalds Baderaum ihr Schlafzimmer hatten, war ein großes Stück Zimmerdecke ins Bett gefallen, gefolgt von einem Guss Wasser. Das war ein Spektakel im Hause. Mit einem Gipskranz von der Deckenverkleidung um den Hals stürzte Vater Bender im Nachthemd, gefolgt von Weib und Kind, nach oben. Das undefinierbare Gewirr am Boden, vom Mond beleuchtet, machte Bender graulen. Mit Schwierigkeit erkannte man erst nach einer Weile als den Kern des Gewirrs den Onkel. Er schrie plötzlich jäh nach einem Ofen auch für das rechte Bein, da er daran friere. Trotz dieses Ungemachs ließ der Onkel seine Bademanie nicht fallen. Mit Plitsche-Platsche war es nichts. Man sollte in sowas nicht sparen. Er verschenkte die Bruchstücke des transportablen Bades an einen blinden Indianer. Jetzt wollte er eine ordentliche Badeeinrichtung haben, die was kosten durfte. Für Unsummen legte er sich die patentierte, häufig preisgekrönte Badeeinrichtung Schleiermacher mit Emailwanne, Gasofen und allen Schikanen der modernen Installation zu. Auch diese ungemein hygienische Wellenbadschaukel Meerersatz und die patentierte Sitzwanne Karl der Große war mitgeliefert worden. Frenze Karl Daunentrost, die neue Köchin, hatte in dem Baderaum die eingemachten Gurken in Gläsern stehen. Sie war sehr sittenstreng. Sie deckte über die Gurkengläser aus Vorsicht Tücher, damit sich die unschuldigen Gurken an Onkel Willibald im Bade nicht versahen. Onkel Willibald hatte nicht gerne Handwerker im Haus. Er bat seinen Freund Philipp Motternich, der früher bei der Eisenbahn war und für alles eine geschickte Hand hatte, ihm beim Aufbau der Badeeinrichtung zu helfen. 8 Tage lang quälten sich die beiden von früh bis spät an der Montierung des Bades. Sie gerieten schon gleich im Anfang, da jeder alles besser wissen wollte als der andere, in Streit. Dann senkte aus Versehen Onkel Willibald beim Anschluss des Wasserleitungsrohres mit der Lötlampe Philipps Bart halb ab. Es kostete Willibald Mühe, seinen wütenden Freund, der behauptete, Willibald habe das absichtlich getan, zu beruhigen. Als Willibald nun noch beim Einschlagen eines Hakens mit dem Hammer Philipps Daumen traf, wurde es Philipp zu viel und er verließ in der feindlichsten Stimmung den Onkel. Onkel Willibald besah sich, was sie bisher installiert hatten und kam zur Überzeugung, dass alles wohlgerichtet und sein Bad nun gebrauchsfertig sei. Eine genaue Anweisung über die Inbetriebssetzung war am Ofen angebracht. »So,
Hier war der Gashahn A, der musste geöffnet werden. Da war der Gashahn B und dann gab es noch den Hauptgassperrhahn C. Von diesen beiden Hähnen stand nichts auf der Gebrauchsvorschrift, ob sie zu schließen oder zu öffnen seien. Der Hahn D sollte nach der Anweisung unbedingt offen bleiben, während der Hahn F unter allen Umständen geschlossen werden musste. Die Ventile G und M mussten im Auge gehalten werden. Das war sehr wichtig. Der Brenner K, ein schreckliches Röhrenwirrwarr mit vielen kleinen Löchern, sollte in der Pfeilrichtung gedreht werden. Das alles und noch mehr stand auf der Instruktion, die Onkel Willibald immer und immer wieder las. Er wurde durch die Unmenge von Hähnen und Ventilen völlig verwirrt. Er hantierte hin und her hupfend an dem Badeofen. Er erinnerte an einen Musikalclown, der sich an einem Gestell mit Glocken produziert. An welchen Hahn und welches Ventil er auch rührte, immer wurde die Dusche in Tätigkeit gesetzt und er meuchlings von einem kalten Guss getroffen. Die Dusche reagierte auf alle Hähne. Es gelang ihm endlich, die Dusche abzustellen. Er zog den Brenner heraus, öffnete die Gashähne und hielt ein brennendes Streichholz so lange an die kleinen Löcher, bis das verglimmende Streichholz ihm die Fingerspitzen verbrannte. Der Brenner trug seinen Namen mit Unrecht. Er brannte nicht. Hätte er doch Philipp nicht auf den Daumen geschlagen. Der hätte die Sache in Ordnung gebracht, ärgerte sich jetzt Onkel Willibald. Plötzlich kam ihm die schreckliche Erkenntnis, dass der Ofen überhaupt nicht an eine Gasleitung angeschlossen war. Eine derartige Leitung lag nicht im Hause. »Dieser Philipp, dieser Nichtswisser, das hätte er doch wissen müssen«, schnaubte Onkel Willibald. Was war zu machen? Gebadet musste jetzt werden. Gut, badete er kalt. Das war noch viel gesünder als ein warmes Bad, gewiss viel abhärtender. Knobbe schrieb auch kalte Bäder vor. Die Gasleitung konnte man gelegentlich für alle Fälle anlegen lassen. Er öffnete den Hauptwasserhahn der Wanne. Plätscher, plätscher ging es munter in die Wanne. Es konnte eine Weile dauern, bis die Wanne gefüllt war. Vielleicht vor dem Vollbad noch ein Wellenbad in Meeresersatz. Gesagt, getan. Das Wellenbad war schnell gefüllt. Plätscher, plätscher. Lustig sprudelte es aus dem Haupthahn in die Wanne. Der Onkel nahm ein Wellenbad. Hey, das war fein und köstlich. Feste, feste, dachte der Onkel. Je stärker der Wellenschlag, je heilsamer. Plätscher, plätscher. Die Wanne war mittlerweile fast vollgelaufen. Im Sicherheitsablauf steckte ein Zigarrenstummel. Die Wellenschaukel stand schon einige Male auf der Kippe. Den Onkel packte ein wilder Taumel. Dann war es geschehen. Die Wanne kippte um und Willibald lag darunter, eingeklemmt von den Seitenwänden. Wie eine Schildkröte kroch er ächzend durchs Zimmer. Alles Abmühen und Strampeln hatte keinen Erfolg. Er kam nicht los. Plätscher, plätscher. Die Badewanne lief jetzt über. Das Wasser stand fußhoch im Zimmer. Der Onkel stieß die Tür ein. Er musste zu Menschen, die ihm helfen konnten. Allein konnte er sich nicht befreien. Er kroch die Treppe hinunter mit großen Schwierigkeiten. Grauen und Entsetzen packte die Leute bei seinem Anblick. »Ein Untier naht! Eine Riesenschildkröte! Flieht! Rettet euch!« Alles floh in wilder Panik. Plätscher, plätscher, die zweite und erste Etage stürzten ein. Der bekannte Löwenjäger Fürchtegott Pözlaw selbst wagte nicht, dem Untier entgegenzutreten. Plätscher, plätscher, das Haus fiel zusammen. Plätscher, plätscher, die ganze Stadt ertrank. Onkel Willibald strandete auf einem hohen Berge. Er war mittlerweile abgemagert und fand sich eines Tages von der Wanne befreit. Er tat einen heiligen Schwur, nie wieder zu baden.